Ja, hallo meine lieben YouTuberinnen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Outworld Munch's Odyssey. Ja, es ist schon ein bisschen her, nachdem ich das Intro hochgeladen habe. Obwohl ich eigentlich insgesamt drei Videos hochgeladen habe, aber die anderen zwei sind auch auf privat. Und das erste, was ich hochgeladen habe, ist nur das Intro. Und dann dachte ich so, na scheiß drauf. Kann ich. Ich habe jetzt einen PC, neulich, ja. Und dann kann ich mal darüber Outward Munch's Odyssey spielen, also die Version und nicht auf dem Handy ständig, wie auch immer, Touchscreen oder so. Ja, und da habe ich mal die Steam-Version erlaubt, die ich jetzt hier spiele. Ich habe es auch schon ein bisschen angezockt, aber wegen die Steuerung nochmal, Tab, Spacebar, eigentlich recht einfach. Außer Gesundheit, das müsste ich mir noch merken. Nein, ich will es nicht. Okay, zurücksetzen. WASD, Mouse Wheel Up, Down, Escape, Gesundheit. Tab, Tabs, Charakter ist das. Space, Action, Spezialkräfte, Right Mouse, Left Mouse. Eigentlich recht einfach. Selbst für mich. So Film mal ein bisschen anziehen mit. Ach ja, falls das aufgefallen ist, das ist die deutsche Version. Lustigerweise gibt es für Steam also jetzt nicht unbedingt die deutsche Version, sondern man kann es halt eben einstellen auf Englisch, Deutsch, Espanol und so. Genau. Also Gamespeak hier, ich weiß nicht, ob ich das schon gezeigt habe. Ach, da hört man es. Die deutsche Version. Irgendwie ein bisschen komischer als die Originalversion, keine Ahnung. Ich weiß es wirklich. Das finde ich irgendwie süß. Schnell. Schnack. So, okay. Wie lange nehme ich denn auf? 2 Minuten, ja. 2 Minuten Aufnahme. Also. Gamespeak-Filme konfigurieren. Da habe ich. Also. Irgendwo war noch was anderes noch. Also, ja, hier die Helligkeit mache ich mal auf 5. Warte mal, wo war das? Steuerung. Nee. Konfigurieren. Auch keine Ahnung. Irgendwo habe ich doch was eingestellt. Ich gehe jetzt nicht auf über, es öffnet bestimmt die Webseite. Also ja, Achievements. Ja, so heißt es bei Steam. Wie gesagt, ich habe es ja schon ein bisschen angezeigt, ausprobiert. Deswegen habe ich auch die ersten drei Trophäen schon. 3 von 38. Oder Errungenschaften, ne, ich bin seit dem Trophäen. Spruce of Fur, Speed Fossil Test, Complete Level, ja komm, bla bla bla. Escape. Okay, ich muss mal kurz das gucken. Ich muss von Anfang an sagen, dass ich nur das Intro hochgeladen habe, nicht, dass ich jetzt irgendwas lade mit einem Level oder so. Ja, okay, ich habe nur das Intro hochgeladen. Und Portal 2 Koop. Wird vielleicht nächste Woche auch wieder kommen, Portal 2. Nein, ich will kein Net Demo. Obwohl ich die Stelle gerade so verwirrt hat. Ich muss nicht ankommen, was war. Aber, jo. Outworld Munch's Odyssey für PC, also die Steam-Version. Los geht's. Habe ich das schon abgespielt? Ich muss das doch mal in meinem letzten Video gucken, weil es ja ist ja nur Intro, aber ich weiß nicht, was ich da jetzt abgespielt habe an sich an Intro. Ja, die Android-Version gerade.
1 kennen das Format. Schuss. Achso, das Intro haben wir schon abgespielt. Also, let's go. Lego. Bist du sicher? Und ich weiß es auch schon. Ich kenne das Spiel schon. Ich muss sagen, ich find die Bestimmung von den Monarchen eigentlich gut. Ey, also das ist doch wieder mal was. Oh, die Kamera ist so ein bisschen doof. Das muss man mit der Kamera mit seiner Maus linke steuern. Drücke Aktion. Das war mir auch Spaces. Der allmächtige Rosini, oh Gott. Auf Englisch hört sich das cool an, Raisin oder Raisin oder so, wie auch immer. Rosini. Ach, übrigens muss ich glaube schon meine Maus. Wenn ApeMatch jemals finden will, muss er zunächst seine Modaken-Freunde suchen und zum großen Brunnen bringen. Um Geschichtssteine und andere Objekte zu benutzen, stellst du dich auf die Pfeile und drückst Spacebar. Ja, nicht zum Verlassen, sondern so zum Interagieren und zum Springen halt eben. Bitte nicht stören. Warum? Ach, kann man da vielleicht die Sensitivität? Wie müssen wir einstellen? Quick Save, schneller Optionen. Bewegung. Borggeschwindigkeit, Lauf. Das habe ich noch gar nicht kapiert.
Läuft man dann schneller oder? Okay, nee, man kann tatsächlich die Sensitivität nicht einstellen. Da mache ich doch schnell Quick Save gerade. Warum auch immer. Spruce-Büsche. Spruce-Büsche sind die Quelle von Apes mystischen Mojo. Um einen Spruce-Busch einzusammeln, läufst du darüber weg. Um Apes Boost zu überprüfen, drücke H und achtet auf die grüne Zahl. Vögel bedeutet Gesundheit. Na, das kenne ich schon von. Wie heißt es nochmal? Übrigens da, Gesundheit und die Anzahl des Boosts. Ach, wo kann ich das? Ah, nee, ich glaube, die Gesundheit hat man hier in dem Teil als erstes Mal gehabt. Oder gab es. Ich weiß nicht, ob Stranger's Wrath schon vorher rausgekommen ist. Also vor Mantis Odyssey. Aber ich glaube, das ist einer der ersten Teile, wo man Gesundheit, also wirklich eine Lebensanzeige hat. Oder sowas in der Form. Übrigens, nice, da wandern wir mal rein. Aber wenn die Kamera auch mal so oben bleiben würde, dann. Sie bleibt aber nicht oben. Das könnte zum Fall des. Danke für die Info. Schaman, stell dich auf den größeren Ring des Kreises und drück Spacebar, um die Nachricht des Schamanen nochmal zu hören. Aber was ist, wenn ich hier stelle? Ja, chill doch. Kein Respekt. Was gehört dazu? Also, wie man sieht. What the fuck? Das gerade. okay. Das müsste ich einen Screenshot aufgenommen haben, weil ich müsste davon einen Screenshot machen. Ach, ich wollte es dir zeigen. Auf jeden Fall hier gibt es. Outworld, also die Outworld-Serie an sich ist bekannt eigentlich für sozusagen 2D-Side-Scroller mit GameSpeak, was man hier zum Beispiel hat. Oder hier. Und das, ich glaube, also damals kam ich ja schon, also damals kam ja schon der erste Teil Oddworld Apes Odyssey für die PS1, ich glaube 1998 oder so, in dem Lauf drücken, Maus wie, ja, das ist nur das Lauf. Das kam so 1998. 1999 raus. Und ja. Und danach kam. Also der Nachfolger war wie heißt noch? Nee, Exodus. Der kam auch so 1999 raus ungefähr. So. Aber sie wurden ja bisher von. Alter, ich wollte da ganz drunter. What the fuck? Jetzt geht doch mal hoch. Da komm. Ich will doch mal schaffen. Also. Was soll ich noch sagen? Ja, Oddworld, Apes Odyssey. Oddworld Inhabitants. Die Hersteller. Aber bei hier Mantis Odyssey war es, glaube ich. War auch, glaube ich, Microsoft dahinter. Jetzt müssen wir den Original teilen. Wenn Apes Plus ausgeht, ja, ich weiß. Und ich weiß nicht, was ich noch sagen könnte.
Ach ja, und das ist das, glaube ich, also hier Oddworld Munch's Odyssey, der sogar der erste Teil in 3D ist, also der erste Oddworld-Teil in 3D. Und interagieren will ich. So. Um zum großen Brunnen zu gelangen, muss Abe lernen, wie man Spruce-Schlösser öffnet. Die blaue Zahl gibt an, wie viel Spruce erfordert ist. Durch Spacebar, um das Schloss zu öffnen. Falls Abe mehr Spruce benötigt, kann er neue Spruce-Büsche pflanzen, indem er Chanted Right Mouse klickt. Ich guck mal ganz kurz, lange ich hier aufnehme. 16 Minuten, ja, ich glaube, die erste Aufnahme mache ich 20 Minuten. Das heißt, das sind vielleicht noch die Hälfte vom ersten, beziehungsweise zweiten Level. Neues Boost-Büsche pflanzen, wenn Apes Boost, ja, das mal schon hier. Okay, jetzt kann ich erstmal wieder hochklettern. Großer Brunnen, welcher uns einfach nur weiterführt. Also storymäßig, ja, hier. Mal schauen. Das. Welches ist schon wieder runtergefallen? Du Motherfucker. Oh Gott, wie sieht es Apes Augen aus? Muss ich mir jetzt mal vom Nieren anschauen. Jawohl, ja. Ja, das Chanten, das war eigentlich damals auch ganz anders, also das, was er hier macht. Das war damals ganz anders. Erstmals haben wir jetzt nicht mal diese blauen Partikel, die ums sozusagen rumfliegen. Und sonst, ich glaube, ich weiß nicht, ob ich das jetzt schon demonstrieren kann. Okay, ne, kann schon nicht. Und zwar gibt es noch eine. Also, das Chanten wurde teilweise noch behalten, aber das eher geändert, aber. Naja. Wir werden sehen, wir werden es ja sehen, wenn ich soweit bin. Spruces, wieso bin ich wieder auf Laufen? Möglichst Spruce mit dir sein. In der Wildnis kann man sich leicht verirren. Zu Apes Glück hat der großmächtige Rosini hier einen Pfad aus Spruce-Büschen wachsen lassen. Folge den Spruce-Büschen und du wirst dich nicht verirren. Ja, das ist mir schon klar. Endlich bist du ein bisschen ein Crash Bandicoot. Da war es ja auch so teilweise irgendwie. Ja, hier wird nochmal das Sprechen erklärt. Gamespeak. Dieses Screenshot. Um die Aufmerksamkeit der leicht ablenkbaren Mudokons zu erlangen, muss sich Abe bemerkbar machen. Also eins, damit der Mudokon ihn folgt. Drück zwei, damit er wartet. Ja, das ist mir schon klar. Hier eins. Ja. Ich muss auch schon. Da, geht doch. So, der folgt mir jetzt und den kann ich hier zur Arbeit schicken. Aber das wird hier nochmal so erstmal erklärt. Chunk-Reise erinnern Frau Mudagens daran, dass sie ihre mystischen Meditation durchführen. Ne. Ihre mystische Meditation durchzuführen. Oh Gott, was? Deutsche Sprache, schwere Sprache. Um diese Tür zu öffnen, führst du einen Mordaken nicht dicht an den Kreis heran und sagst ihm durch Drücken von drei, dass er arbeiten soll. Ja, hier mal kurz damit drehst, damit dreht. Nicht das, So, du folgst mir? Ja, okay, du folgst mir. Ja.
Das heißt eigentlich Modakens, aber na gut, Modokon, wie auch immer. So wird es im Deutschen gesprochen, aber eigentlich heißt es Modakens. Modakens. Ja, jeder hat seine eigene Meinung. Jeder sagt was anderes. Jeder nennt es ja anders. Mit einer anderen Betonung. Ich nenne es Modakens. Dabei bleibe ich auch fest. Ach ja, das ist so ein Brunnen, den kann man. Die gab es auch schon vom ersten Teil an. The fuck? Ach, stimmt, da hinten sind ja auch noch welche. Okay. Ich weiß gerade gar nicht, was da passierte. Nö, ich weiß überhaupt nicht, was da passierte. Aber bin ich wohl ein bisschen durchgeglitscht. Mal kurz gucken, wie weit ich mit der Aufnahme bin. 20 Minuten, ja, komm. Für 20:30 Uhr, ein bisschen geht noch. Da ist mein Kollege. Ja, komm her. Komm her. Komm mit. Einmal mitkommen, bitte. Das Boost aktivieren. Aber erstmal gehe ich mal. Ach wohl, warte mal, ich gehe doch gerade hier. Das sind glaube ich nur Modakens. Modakens. Ja, Alter, es ist einfach gleich mehrere Modakens dazu zu bringen. Ape zu folgen, sie lieben den Typ. Typ eben. Wenn Ape die Aufmerksamkeit von allen haben soll. Eins drücken und festhalten. Ja, das ist. Also hier ist einmal gedrückt. Das ist gedrückt. Also das ist gedrückt gehalten. Öffnet das Tor. Dieses Spruce-Schloss braucht 40 Spruce. Überprüfe, ob Ape genug hat. Drücke H. Ich habe das ja schon geöffnet. 37 nur übrig. Ich weiß nicht, über was ihr gelabert oder über was du gelabert hast, Mr. Medagen. Nee, ich weiß, komm mal mit. Sonst schmeiße ich noch durch die Gegend, sonst schmeiße ich noch einzeln hinterher, wenn es sein muss. Ja, das ist dann immer noch das Tutorial-Level halt. Oh, nein! So, also jetzt habe ich gesagt, dass wir warten sollen. So, jetzt warten Sie. Jetzt gehe ich erstmal auf G. Also, da bin ich ein bisschen langsamer. Ja, das macht man mit dem Mauswheel ab. Hoch runter, hoch runter, hoch runter. Also, ja. Plitsch, platsch! Hochdruckbrunnen sind auf Oddworld ganz normal. Aktiviere das Boost, Schloss und lass Ape dann vorwärts in den alten Brunnen springen. Spacebar antippen. Tritt nicht auf die Minen. Tritt nicht auf die Minen, das ist mir schon klar. Ach ja, hier erstmal aktivieren. Nein. Ich wollte hier reinspringen. Ja, geht doch. Geht doch. To the big wall. Hier gehe ich mal lieber langsam oben. Ja, ich bin ja ein bisschen vorsichtiger. Ich verstehe immer noch nicht, was er labert. Ist eine Modakensprache, sag ich mal so, anscheinend. Modakensprache kann man nicht verstehen.
Kann man vielleicht schon, wenn man es kann. Aber so. Menno! So, dieses angefakte Chanten. Weiter geht's. Laufen. Folget mir, Brüder, folget mir in den Nicht-Tod. Bitte vorsichtig. Gefahr. So, kommt mal alle mit. Alle mitkommen. Jetzt geht's erstmal hier nach hinten, weil angeblich sei einer gestorben. Angeblich zumindest mal. Ja, einfach hier, nach Bruces, muss ich jetzt nicht alles vorlesen. Steht zu Diensten, aber hockt sich erstmal hin oder meditiert erstmal. Also wenn einer verreckt, so zum Beispiel, oder der zum Beispiel, kann man sie einfach hier mit immer 10 Bruces wieder bewegen. Also diese Dinger brauchen immer nur 10. Oder verlangen zumindest mal nur 10. Oder ich schaue mit. Ah, okay, das gab es. Dieser Blick. Das war gerade richtig laut. Okay. Fragt mir mal alle bitte. Jetzt kommt der richtige Spaß. Nämlich, sie können nicht springen. Das heißt, ich muss noch mal kurz auf Warte. Ja, hier wird es noch mal kurz gerade, aber ich zeige das aber mal. Ich will doch nur, dass ihr wartet, mein Gott. So, hochheben, hinschmeißen. Hochheben, hinschmeißen. Hochheben, hinschmeißen. Das Ganze tausendmal. Nein! Okay, oh, kommt erstmal hier nochmal. So. Erstmal weg von dem Stein da. Weil sie sind ständig. Hallo, ich stehe hinter dir. Weil sie sind. Interagiere ständig mit dem Stein. Statt es aufzuheben. Und das will ich jetzt auch nicht. Also. Ja. Warte mal, hab ich schon genug jetzt für hier? Okay, anscheinend, ja. Hallo. Okay, hier beginnt das Level jetzt eigentlich erst richtig, ja. Dann würde ich mal sagen, mache ich hier erstmal den, ja, mittlerweile nicht mehr ersten Quick Save. Und speichere mal das Spiel hier. Und nur sagen, dann war es das mit dem ersten Part, also den ersten offiziellen Gameplay-Part von Monsters Odyssey. Eigentlich zweiter Part. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da und wir sehen uns vielleicht im nächsten Video wieder. Ciao!